Wenn jemand auf einem Foto gerötete Augen hat, dann heißt das nicht zwingend, dass der am Abend vorher feiern war. Es kann viele Ursachen haben. Es gibt aber in Lightroom zum Glück eine Methode, mit der man das super einfach korrigieren kann. Das geht sehr, sehr schnell und ich zeige euch jetzt mal wie. Dafür habe ich hier ein Foto vorbereitet, auf dem man ganz klar gerötete Augen sehen kann. Und ich nehme jetzt hier ganz einfach den Korrekturpinsel und wähle aus dieser Reihe an Presets, die wir hier haben, ganz unten eins aus. Das heißt Zähne bleichen. Und das ist von Haus aus bei Lightroom dabei. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, bevor ich dieses Tool anwende, ich muss den Standardwert für Belichtung, der steht hier nämlich auf 0,40, muss ich runtersetzen auf 0,20. So, und jetzt kann ich dieses Tool nehmen, den Pinsel, und hier in den Bereich der geröteten Augen reinmalen. Und ihr seht schon, während ich das hier mache, dass das dann auch nicht nur heller wird, sondern auch vom Farbton her sehr realistisch aufgehellt wird. Das ist also nicht so wie bei anderen Tools. Es gibt sogar Plugins, die man kaufen kann, mit denen man Augen und Zähne und sowas aufhellen kann. Nur das sieht dann meistens so künstlich aus, dass man am Ende dann doch lieber darauf verzichtet. Und hier bei dieser Methode, eben wie ich finde, sieht das dann doch sehr natürlich aus. Und auch wenn man jetzt hier mal rauszoomt, dann finde ich, dass das überhaupt nicht aussieht, als wenn das nachträglich bearbeitet wäre. Ich zeige es nochmal herangezoomt. Diesen und mehrere Tricks lernt ihr zum Beispiel auf meinen Lightroom-Workshops. Schaut mal auf meiner Seite vorbei, www.ishootyou.com. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Workshops. Wenn euch das hier gefallen hat, dann liked das Video, hinterlasst einen Kommentar oder wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr natürlich auch Fragen dazu stellen. Und ich freue mich, wenn euch das hier jetzt weitergeholfen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.